Eine Begrüßung ist das. Servus, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt habe ich mir das hier angerissen mit den Maßen. Altes Tor, Eingangstor wird restauriert. Das Schloss, das alte, muss ja herausgenommen werden. Es kommt ein neues hinein. Dazu muss ich den Schlosskasten, der ausgestemmt war, neu ausbohren, ausfräsen, damit der kleinere hineinpasst. Denn das Tor wird elektrisch geöffnet dann in Zukunft. Jetzt habe ich mir das hier angerissen mit den Maßen, dass ich bohren kann, also die 50 hinein und diese ganzen Abstände vom Schlosskasten. Jetzt bohre ich hinein, habe mir einen 20 mm Bohrer hineingegeben. Falls dann irgendwas nicht passt, dann werde ich einfach das nachstemmen im Nachhinein. Ich will nicht zu groß bohren. Wir kaufen hierfür aus einen anderen Beschlag und ich weiß nicht genau, wie der wird. Lieber klein. So, jetzt halte ich hier an, genau. Und jetzt, wenn ich jetzt weiter durchbohren würde auf der anderen Seite, hätte ich ein Problem. Da kommt man auf jeden Fall schief. Daher ist es immer sinnvoll, von beiden Seiten anzureißen. Und andere Seite. Jetzt noch alles schleifen, was zu schleifen ist. Wird das alles grundiert. Aber ich grundiere nur das, was dann später rot angestrichen wird. Denn wer weiß, was ich noch nacharbeiten muss. Beim Zusammenbauen kann doch noch allerhand auftauchen Probleme. Und da ist es mir lieber, es ist jetzt nur das grundiert, was wirklich sein muss. Das wische ich dann natürlich alles wieder ab. Und das Leinöltuch wird wieder ins Freie gehängt. Liebe YouTube-Gemeinde, ich muss mich etwas entschuldigen. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich habe am Jänner 2022 mit diesem Tor zum Restaurieren begonnen. Das kommt bei uns auf der Straßenseite hin. Und jetzt habe ich aber 6-7 Monate nicht daran weitergearbeitet. Das ist in der Ecke gelegen, verstaubt. Ich habe beim Streichen aufgehört. Ich will jetzt das zusammenbauen. Ich habe mir das auch nur irgendwie so eigenartig beschriftet. Warum, weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht genau, wo die Teile hingehören. Jetzt habe ich lange herumsuchen müssen. Aber das macht ja nichts. Selbstschuld. Jetzt werde ich die Elektronik einarbeiten. Ihr könnt euch ja noch erinnern, also ihr sowieso. Ihr könnt euch ja sowieso erinnern. Ihr seht ja das im Video alles zusammen. Für mich ist ein halbes Jahr inzwischen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier das Kabel eingefädelt. Also hier sieht man das Kabel. Hier das Loch gebohrt. Also das kann man ja hier sehen eventuell. Und jetzt, wenn ich jetzt nicht mehr reinkomme, ja. Und jetzt schaue ich hier raus. Jetzt lasse ich hier ein wenig rausschauen. Jetzt kommt das hier herein. Und hier kommt. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht geht. Ohne Kamera ist das natürlich vorher extrem gut gegangen. Ist eh klar. Ah, jetzt geht's. So. Jetzt kann ich hier quasi das anstecken. Hier kommt dann die Füllung hinein. Und dann habe ich mir hier das Schloss hereingesteckt. Super. Habe mir das hier angerissen. Und jetzt weiß ich genau, wo was hin muss. Jetzt stemme ich mir das hier aus. Also ich fräse es mit der Langlochbohrmaschine und den Rest stemme ich dann eckig, weil das ja eckig ist. Und das kommt dann rein. Denn ich muss das Kabel ja schon komplett durch. Denn wenn ich es verlängert habe, das habe ich gerade, ist mir das eingefallen, und ich muss da durchfräsen, wie bekomme ich das Kabel durch und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das wird jetzt mit der Langlochbohrmaschine gemacht. Aber mit der Langlochbohrmaschine habt ihr, glaube ich, in diesem Video schon so viel gesehen. Das lasse ich jetzt bleiben. Hallo? Ist da jemand? Jetzt ist der Erich sogar gekommen, um mir zu helfen, denn er kann vorne nie reingehen, er muss immer übers Haus drüber klettern, weil wir noch immer keine Türe nicht haben. Es sind schon wieder seit den letzten Aufnahmen wieder Monate vergangen. Ich weiß gar nicht mehr, was alles gefilmt wurde, wo wir überhaupt stehen in diesem Video. Jetzt passen wir die Zapfen eigentlich hier ein. Stimmt das, Erich? Ja, eckig. Und warum bist du überhaupt hier? Achso, du willst mir helfen. Ein Lochbeitel ist das? Eigentlich will ich ja auch hier. Dann bist du hier an der falschen Adresse. Das magst du jetzt sicher, warum hast du da ein rundes Schloss? Ja, ich weiß auch nicht. Das habe ich zu Hause gehabt. Natürlich wäre es schöner gewesen, ein eckiges Schloss und das eckig ausstemmen würde besser zu dieser Türe passen. Aber jetzt ist es eben so. Hier, das stemme ich eckig nach. Das habe ich nämlich mit der Langlochbohrmaschine. Das ist ja nicht schön, wenn man sieht, dass das eckig ist. Rund ist. Ah, rund ist, ja. So, diese Gärung passt hier auch nicht ganz, haben wir gerade festgestellt, ja, oder? Moment. So. Aber das jetzt. Ich jetzt nicht, dass man filmen, aber bitte. Und jetzt ist das Ganze hineingegangen. Nein. Okay.
dann gehört das geraspelt. So, das haben wir jetzt ein wenig abgeraspelt und hier sieht man, dass die Gärung noch nicht zusammenpasst. Jetzt nehme ich die Säge. Erich, vielleicht, dass du die Kamera hernimmst. Ja, okay, ich sehe es ganz genau. Jetzt schneide ich hier diese Gärung nach. Wenn ich hier genau drinnen bin, stopp, oder? Jetzt haben wir wieder Luft. Und jetzt ist das wieder, jetzt kann man das wieder weit reinschlagen, aber wir müssen es herausnehmen, ehrlich, und den Zapf noch etwas nachputzen. Hier sieht man, hier sind wir nicht bündig. So, jetzt haben wir das alles zusammengestellt. Hier, das ist das Gebohrte, denn wir haben hier einen Elektroschließer, das ist, wenn ich im Haus am Knopf drücke, geht das auf. Und jetzt haben wir das Kabel hier noch fertig durchgebohrt, also dass das in der Nut versteckt läuft. Und bei den Füllungen müssen wir eventuell was wegnehmen. Jetzt spreizen wir das auseinander. Das geht ganz gut mit diesen Einhandzwingen. Die kann man umdrehen, Erich, gell? Das kann man umdrehen. Ah, ja. Und jetzt kann man das hier reingeben und kann das quasi, wenn man gleichmäßig drückt, 1, 2, 3, 4, im Rhythmus. Man muss Musiker sein, wenn man jetzt quasi Koch wäre zum Beispiel, würde das nicht gehen. Das ist synchron. Wir haben das, wir können das beweisen, dass wir wirklich synchron sind. Sogar, Erich, vielleicht, dass das die Leute sehen. 1, 2, 3, 4. Das ist total synchron. Ja. Und ihr könnt das jetzt nicht hören. Sogar die Herzen schlagen synchron. Ja. Hier kommt ein Kontakt hinein. Da wart ihr ja dabei beim Fräsen. Jetzt geht das Kabel hier durch, geht hier unten rein. Beim Bohren ist hier etwas ausgebrochen. Und hier herüben wird das Kabel dann im Schloss angeschlossen. Das kommt dann hier hinein und dann hat man einen Elektroschließer. Ja, wenn es funktioniert. Gerade stemmen. Mit einem Lochbeidel, denn nur ein Lochbeidel ist ein Beidel. Wusch, wer hat das da so hergelegt? Was denn? Das war sicher der Erich. Der Erich will, dass ich erkläre, wie das rund geworden ist. Ganz einfach, wenn man mit der Langlochbohrmaschine bohrt, wird das... Und jetzt stemme ich das eckig nach. Und wo ich weiter zu viel Hebelwirkung brauchen würde, nehme ich diesen Lochbeidel, der knickt hier nicht ab. So, das haben wir jetzt alles. Jetzt kommen die Füllungen hinein, oder? Die Füllungen haben wir schon so zusammengebaut, dass sie passen. Wichtig war auch die Nummerierung der einzelnen Leisten, sonst weiß man nicht mehr, wo welche war. So, und jetzt kommt das hier hinein. Und hier wird man, wir müssen mit einer anfangen. So, und das Kabel ist nicht geklemmt. Na, ausgerenkt ist es nicht. Ja. Das Kabel ein Weg, gell? Oder geht es hier aus? Ich habe mich leider verbohrt, jetzt geht das Kabel ein wenig unnötig um ein paar Ecken. Ist das Kabel wäre ich, gell? Da unten. Ist weg. Aber im Weg war es nicht. Eingeklemmt, okay. So, und jetzt kommt das hinauf. Da, warte, da müssen wir das Klebeband wegnehmen. Hier ist beim Bohren was ausgebrochen. Das habe ich gekittet, also geleimt. Und hier unten habe ich aber weggestemmt, dass die Füllung auf keinen Fall im Weg ist. Wie gesagt, etwas unnötig viel Kabel. Also das ziehe ich da raus. Legen wir das Ganze um und jetzt können wir die Füllungen schön ausrichten, denn das ist ja nichts verleimt. Wir werden das jetzt dann von hier leimen und werden Keile eintreiben.